die außen hin machen. Den hier. Ja. Jawohl. So, guten Tag zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Europa League Heimspiel morgen Abend gegen die AS Roma. Begrüße dazu unseren Trainer Marco Rose und Danny Zakaria. Helfen wird uns freundlicherweise unser Dolmetscher Stefano und ich begrüße auch ganz herzlich die Kollegen aus Italien, die schon da sind zu dieser Pressekonferenz. Vogliamo dare anche benvenuto alla conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League domani sera tra il Borussia Mönchengladbach e la Roma. Qui con noi l'allenatore Marco Rose e il giocatore Dennis Zakaria. Iniziamo con la conferenza stampa, prego. Fragen bitte, wir kommen mit den Mikros zu Ihnen. Carsten Kellermann hier vorne für die Rheinische Post. Marco, ein wichtiges Spiel. Wie wichtig ist es im Kontext deiner bisherigen Zeit bei Borussia Mönchengladbach? Genauso wichtig wie alle anderen Spiele bis hierhin. Wir werden danach wieder beurteilt, wir werden danach wieder gemessen. Wir selber haben Ziele, die wir uns gesteckt haben. Und deswegen ist es nicht mehr oder weniger wichtig als jedes andere Spiel. Es ist wichtig. Allora la domanda era su, per l'allenatore sull'importanza della partita di domani, magari una delle più importanti finora qui dal Mönchengladbach. La risposta, sì, tutte le partite sono per noi importanti, devo dire, poi anche dopo questa partita di domani farete voi l'evaluazione su questa partita, è importante come tutte le altre partite. Nächste Frage bitte. Nochmal der Carsten Kellermann hier vorne, Judith. Wie muss man ein Heimspiel gegen Rom angehen, wenn man erfolgreich sein will? Ohne dass du jetzt Details des Plans verrätst, aber vielleicht so einen kleinen Abriss, was man tun muss. Ja, ich glaube, dass wir vor allen Dingen unsere Leistungen der letzten Wochen bestätigen müssen. Ich denke, dass wir wirklich gute Spiele gemacht haben, dass wir uns in eine Form gearbeitet haben, die tatsächlich passt. Wir haben jetzt in einer schwierigen Phase für uns gepunktet, haben allerdings auch das Pokal aus wegstecken müssen. Wir wissen, was da morgen an Defensiv- und Offensivqualität auch auf uns zukommt. Rom selber ist auch in einer sehr guten Form in der Serie A, haben sich da auf Platz 3, glaube ich, nach vorne gearbeitet, haben die letzten 2 Spiele nach unserem Duell gewonnen. Bedeutet, wir müssen gut verteidigen und wollen aber vor allen Dingen natürlich auch hier mit unseren Fans im Rücken dann auch angreifen. Allora la domanda è come l'approccio per la partita di domani, per aver successo, per vincere la partita di domani. La risposta è penso che noi dobbiamo confermare le prestazioni che abbiamo fatto vedere nelle ultime settimane, abbiamo fatto delle buone partite e perciò abbiamo anche passato dei momenti difficili, ma abbiamo fatto i punti. Siamo purtroppo usciti dalla Coppa, ma sappiamo delle qualità che ha il nostro avversario, e stanno facendo anche loro bene nella Serie A in campionato, sono sul terzo posto mi sembra, e hanno vinto le ultime 2 partite dopo la partita contro di noi. Quello che dobbiamo fare ovviamente è difendere bene, ma con i nostri tifosi dietro vogliamo essere anche protagonisti in campo. Dort hinten bitte die nächste Frage in der Mitte, Mitte hinten. Posso fare una domanda in italiano? Ma certo, vale pure. Grazie. Volevo chiedere le condizioni di Embolo, come sta e che idea si è fatto di Thuram, se è un giocatore che in emergenza può giocare anche da centravanti, non solo da ala sinistra. Ok, erstmal die erste Frage zu Embolo, wie der Zustand von Embolo ist und dann in Bezug auf Thuram, ob er auch jetzt nicht nur in der Not auch als Stoßstürmer spielen kann und zur Position von Thuram vielleicht noch etwas dazu. Also grundsätzlich geht es Brill gut. Allerdings nicht so gut, dass er morgen spielen kann. Wird fürs Spiel ausfallen. Markus kann natürlich auch als zentraler Stürmer spielen, hat die letzten Jahre viel am Flügel gespielt, aber bei uns hat sich seine Spielweise dann schon auch ein bisschen mehr ins Zentrum Richtung Box dann auch verschoben, selbst wenn er am Flügel
eingesetzt wird. Und er macht es bis hierhin hervorragend. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit seiner Entwicklung und ja, er kann das auch auf jeden Fall. Allora, per quanto riguarda Bre, lui sta bene, ma purtroppo domani non potrà scendere in campo. Per quanto riguarda Marcus Thuram, noi lo facciamo giocare come centravanti, ma anche prima giocava sulle fasce, per esempio, ma qui da noi lo mettiamo sempre più come centravanti nell'area di rigore per far male, per essere pericoloso lì, e per quello la prestazione di lui sarà molto importante anche. Nächste Frage dorthin. Buonasera, buonasera Rose. Le chiedo, indipendentemente dal calcio di rigore dell'andata, che ovviamente non c'era, si aspetta una partita simile tatticamente o può essere una partita molto diversa giocando voi in casa? Also abgesehen vom Elfmeter, der für uns keiner war, wie werden Sie morgen taktisch vorgehen? Wird es ein ähnliches Spiel wie das Hinspiel oder wird es doch Veränderungen geben? Also für uns war es tatsächlich auch kein Elfmeter, sind wir uns glaube ich einig. Ja, wir hatten das Hinspiel jetzt, haben natürlich gesehen und auch gefühlt, wie es ist, gegen AS Rom zu spielen. Und natürlich nehmen wir aus dem Spiel dann auch einiges mit und haben eine Idee entwickelt für unsere Partie morgen. Aber das kann ich jetzt Ihnen natürlich hier leider im Detail nicht verraten. Allora posso confermare che anche per noi questo rigore non c'era. E sì, nell'andata abbiamo visto come si gioca contro una squadra come la Roma, l'abbiamo presa come lezione quella partita e ovviamente abbiamo sviluppato delle idee come scendere in campo domani, ma ovviamente non ve lo posso dire. Vedi a fone. Sì, buonasera. Intanto le faccio i complimenti per il suo stile di gioco. Mi chiedevo, proprio pensando, vedendo le partite della sua squadra, del Borussia, qual è stata la scintilla che l'ha spinta a diventare allenatore? Se si è ispirato a qualcuno quando è diventato allenatore? Se ha avuto qualche modello per diventare l'allenatore che è adesso? Gut, also erstmal ein Kompliment für den Spielstil, den Sie hier spielen lassen bei Borussia Mönchengladbach. Und ich frage mich, ja, eine grundsätzliche Frage, wie sind Sie dazu gekommen, Trainer zu werden? Gab es früher ein Idol, wem Sie nachgeahmt haben? Wie kommt es dazu oder warum sind Sie Trainer geworden? Was können Sie uns dazu sagen? Oh. Erstmal vielen Dank. Ja, also irgendwann habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Fußball ist meine Leidenschaft, mein Leben, fühle mich da sehr wohl. Wenn du viele Jahre Profi warst, bedeutet das, dass du dir irgendwann Gedanken darüber machst, was ist danach. Und viele würden gerne weiter im Fußball arbeiten. Nicht für jeden ist es was. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass es mir liegt. Habe im Nachwuchs dann auch gearbeitet, also habe schon den Job auch von der Pike auf gelernt. Habe immer den Ehrgeiz gehabt, auch irgendwann wieder dort zu arbeiten, wo ich als Profi aufgehört habe. Das heißt relativ weit oben. Und natürlich bist du auch von einigen Trainern wirst du geprägt. In meinem Fall war das dann sicherlich auch Ralf Rangnick, Jürgen Klopp, in Leipzig Achim Steffens. Ja, und so entwickeln sich die Dinge dann. Allora, innanzitutto grazie per i complimenti che ci ha fatto. Allora, io ho iniziato a giocare a calcio, anche come professionista ho giocato e poi uno durante la sua carriera pensa anche un po' al futuro, che cosa fare dopo la carriera come giocatore e io volevo sempre seguire questa strada, ho iniziato a allenare anche i giovani, ho fatto la mia strada, mi è piaciuto sempre di più, il calcio è la mia passione, la mia vita posso dire, e perciò io volevo sempre rimanere in questo settore, nel calcio. E come idoli magari posso dire che c'è Ralf Rangnick, come ha detto, ma anche Jürgen Klopp o Achim Stevens, sono dei allenatori che mi hanno servito come idoli. Morten Ritter, DPA. Marco, wie ist die weitere Personalsituation? Kommt Player eventuell in den Kader zurück und wie geht's Elvedi? Ja, insgesamt entspannt sich alles gerade ein bisschen gefühlt. Wirklich die Physiotherapie, die Ärzte und Reha-Abteilung macht einen großartigen Job. Zack, haben wir auch wieder hingekriegt. Wird morgen wieder von Anfang an dabei sein können, falls heute nicht noch irgendwas passiert.
Also auch er ist da übrigens, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Und ansonsten müssen wir heute schauen im Abschlusstraining dann auch, was dann geht, was nicht geht. Also wir haben viele Jungs einfach, die gerade so auf dem Weg zurück sind und wir müssen gucken, was morgen Sinn macht und was nicht. Also schauen wir mal. Allora, cosa si può dire degli altri infortunati, per dire, o giocatori che magari saranno, possono essere a disposizione domani come Plea o anche Elvidi, come la situazione con loro? La risposta, si sta migliorando, possiamo dire, la situazione con i nostri giocatori infortunati che stanno tornando piano piano alla squadra. E come sapete che c'è qua anche con noi Denis Zakaria, anche lui ci sarà domani, scenderà in campo, ma poi noi dobbiamo decidere, anche vediamo la rifinitura. Tanti stanno tornando alla squadra, ma decideremo su alcuni giocatori poi anche all'ultimo minuto. Carsten hat eine Frage an Denis Zakaria bestimmt. Ja, nach dem Hinweis des Trainers, dass du auch da bist, fragen wir dich was. Nein, ihr habt in Rom eine sehr starke Startphase hingelegt. Kannst du kurz erklären, welche Schlüsse ihr aus dieser Zeit, aus dieser Phase in Rom für das Spiel morgen zieht? Ja, ich kann sagen, dass am Anfang des Spiels, wir waren sehr kompakt, sehr aggressiv, wir haben unser Spiel in die Hände genommen und ja, wir waren da und wir müssen das auch zeigen, ich denke, morgen gegen diese große AS Roma. Und wenn wir spielen, wie wir haben gespielt gegen Rom, ich denke, dass wir können ein sehr gutes Spiel machen morgen. Allora la domanda era per il giocatore che a Roma avete iniziato bene la partita, cosa vi può servire come lezione di quel momento, di quell'inizio a Roma per la partita di domani? La risposta, posso dire che come ha detto lei che abbiamo iniziato bene, siamo stati molto compatti, aggressivi, e abbiamo gestito anche la partita, soprattutto all'inizio, eravamo anche presenti in campo, anche domani vogliamo scendere in campo con quella atteggiamento contro la grande Roma e ce la possiamo fare, ce la giochiamo domani. Weitere Fragen? Jochen Schmitz. Herr Hose, wie schätzen Sie insgesamt die italienische Liga und die Spitzenclubs? Gestern Inter hat gestern in Dortmund verloren und Rom ist Dritter. Wie schätzen Sie insgesamt das Niveau ein? Ja, genau daran habe ich gestern Abend wieder vor dem Fernseher gedacht. Die Diskussion, deutsche Bundesliga, wie stark im internationalen Vergleich. Nach dem 2-0 waren schon wieder wahrscheinlich einige Artikel gedruckt zum Thema, wie schwach die Bundesliga doch ist. Dann gewinnen wir 3-2. Ich sage jetzt bewusst wir, auch wenn es Borussia Dortmund war. Und dann diskutiert man in Italien wahrscheinlich wieder. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass wir 4-5 Top-Ligen in Europa haben, die Premier League wahrscheinlich eine Liga ist, die insgesamt von den Möglichkeiten her auch ein Stück weit über allem steht. Und ansonsten betteln wir uns und du hast überall einen gewissen Spielstil auch in jeder Liga, der bevorzugt wird. Und das macht mir persönlich einfach immer wieder nur Spaß, sich international messen zu können. Und ich glaube, dass wir da irgendwo auf Augenhöhe uns befinden. Und man sieht mittlerweile auch, wenn man Ergebnisse in anderen Ligen auch im nationalen Wettbewerb sieht, dass es dieses Thema groß und klein, es wird verschwindend gering. Mittlerweile jeder ist in der Lage, auch mal Barcelona zu überraschen, Real Madrid, PSG, ja, alle marschieren sie nicht durch. Deswegen ist für mich dieses Thema immer auch, muss ich mit einem gewissen Schmunzeln auch betrachten, wenn da so grundsätzliche Wertungen immer wieder abgeschlossen werden. Jetzt bin ich gespannt. Allora. Cosa si può dire? Come valuta la Liga italiana, la Serie A, visto che per esempio ieri l'Inter ha perso contro il Dortmund e anche adesso qua la Roma che come terza in classifica, come può valutare il livello della Serie A? Cosa ci può dire? La risposta? Ci sono sempre queste discussioni dopo una partita disputata sul palcoscenico che la Bundesliga, soprattutto ieri dopo il 0-2, chissà cosa avrà scritto la stampa tedesca.
partita, però poi alla fine abbiamo vinto noi, lo dico perché noi ci sentiamo anche parte del, del Borussia Dortmund, perciò possiamo dire che dopo la vittoria di ieri, poi anche la stampa italiana chissà cosa avrà scritto, è sempre un discorso abbastanza difficile, si deve sempre vedere un po', secondo me ci sono in Europa su cinque lighe molto competitive, magari in testa la Premier League, ma poi altre 3-4 lighe con una grandissima competizione anche. Si giocano stili diversi in tutte le lighe, io me la godo competere poi anche sul palcoscenico europeo, se uno poi guarda anche i risultati non solo nella Liga ma anche in Europa, come per esempio il Barcellona o anche il Real o anche il PSG, anche loro incontrano sempre più difficoltà anche a vincere le loro partite. Io vedo tutto questo discorso sempre con un piccolo sorriso. Bravo. Bitte schön. In italiano, buonasera. Okay. Volevo chiedere a Zaccaria, Rudi Feller, che è un personaggio molto famoso qui in Germania ma anche a Roma, ha detto che Zaccaria è il giocatore più forte della squadra, è il giocatore per cui impazzisce letteralmente. Volevo chiedergli quindi intanto come commenta questa frase di Feller e qual è il centrocampista a cui crede di ispirarsi. Ok, also einmal Rudi Völler hat gesagt, dass er Sie für den stärksten Spieler in der Mannschaft hält. Was sagen Sie einmal dazu? Und die Anschlussfrage, l'altra domanda com'era ancora? Qual è il centrocampista a cui si ispira? Okay, und wer dient Ihnen als Idol auch? Mittelfeldspieler, den Sie als Idol sehen, als Vorbild? Können Sie uns da einen Namen nennen? Also zuerst danke. Aber ja, wie ich habe schon vorher gesagt, wir sind eine sehr gute Mannschaft, also viele gute Spieler und ja, also ich denke nicht, dass ich bin auch der Beste, aber ja, wie ich habe gesagt, wir sind eine richtige gute Truppe und für mein Idol, also ich habe nicht viele Idol, ich kann sagen, aber ja, ich liebe die Spiele von Pogba zum Beispiel oder vorher, ich habe auch gesehen, Vieira. Das sind die Spieler, wo ich sage, dass ja, ich spiele ein bisschen wie diese Spieler und ich will wie diese Spieler spielen. Allora, innanzitutto grazie anche per la domanda. Per quanto riguarda quello che ha detto Rudi Völler, posso dire che, come ho detto già prima, noi siamo una squadra forte, non voglio dire, non si può dire che io sono il miglior giocatore in questa squadra, noi siamo forti come squadra, abbiamo questo spirito di squadra molto forte. Per quanto riguarda un giocatore, un centrocampista che mi è servito come idolo, posso dire, io non ho tanti idoli, ma posso dire un nome come Pogba o anche Vieira, che sono giocatori che mi hanno ispirato. Carsten Kellermann, nochmal. Danny, du hast gerade gesagt, ihr seid eine richtig gute Truppe. Wie wichtig ist der Teamgeist für euer Spiel, das Zusammenspiel als Mannschaft? Und zum Zweiten, was müsst ihr insbesondere jetzt gegen Rom schaffen, um den Römern sozusagen Paroli zu bieten? Ich denke, wir müssen sehr konstant sein, also gegen AS Roma. Ich denke, dass wir haben, wie ich habe gesagt, in die Heimspiele also wirklich gut gemacht in der ersten Halbzeit. Und ich denke, dass wir müssen wirklich in 90 Minuten das machen für gewinnen gegen AS Roma. Und ansonsten, wir haben, wie ich habe gesagt, eine super Mannschaft und viele Qualität in dieser Mannschaft. Und ich glaube wirklich auf diese Mannschaft. Wir können große Sachen erreichen dieses Jahr und ja, ich bin gespannt auf dieses Jahr mit dieser Mannschaft. Allora, la domanda era sulla squadra, che tu prima avevi detto che siete una squadra forte. Cosa ci puoi dire? Quanto è importante questo spirito di gruppo, spirito di squadra per voi? La risposta? Quello che possiamo fare, quello che vogliamo fare è giocarcela a viso aperto. Penso che siamo stati molto costanti nella partita d'andata, come ho detto già prima, nel primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo giocato bene, quello lo dobbiamo farlo per tutti i 90 minuti per poter vincere contro la Roma. Poi sì, c'è grandissima qualità, voglio dire, nella nostra squadra, tutti i giocatori e non solo uno, tutti quanti siamo molto forti e penso che possiamo arrivare molto lontano in tutte le competizioni. Weitere Fragen?
Carsten nochmal. Die Frage auch nochmal an den Trainer, an dich Marco. Wie wichtig ist das Zusammenspiel der Mannschaft auch für das Funktionieren deiner Idee vom Fußball? Welche Rolle spielt es im genauen Sinn? Ich glaube, es geht nicht nur um meine Idee, sondern Fußball ist ein Mannschaftssport und es ist immer leistungsfördernd, wenn die Arbeitsatmosphäre stimmt, wenn man gerne miteinander zusammen ist, wenn man gerne füreinander läuft. Daran arbeiten wir natürlich auch und das haut im Moment ganz gut hin. Schon den Eindruck, dass wir ganz gut funktionieren als Team und ich denke, dass es schon eine Grundvoraussetzung auch für Erfolg ist. Allora, la domanda è quanto è importante anche questo spirito di gruppo che funziona il gruppo per poi far realizzare anche le tue idee che hai. La risposta, non è solo l'idea mia, quella mia, è di tutta la squadra l'idea che abbiamo, le soluzioni che cerchiamo di trovare. È un sport di gruppo, si può dire. È molto importante che l'ambiente sia giusto entro la squadra, uno corre per l'altro. Questi sono attributi molto importanti, sta funzionando molto bene, noi stiamo funzionando molto bene come squadra e questa è la base per aver successo. Keine Fragen mehr sonst? Altre Gut. Domande? Ok, nicht. Es geht weiter um 17.30 Uhr mit unserem Training, nicht im Stadion, sondern auf dem Trainingsgelände, 15 Minuten offen für die Medien und dann ist um 18.45 Uhr die Pressekonferenz von Roma. Bis später. Allora, la nostra rifinitura avrà luogo alle 17.30, non qua nello stadio, ma nel campo d'allenamento, aperta alle medie per i primi 15 minuti e poi la conferenza stampa della Roma alle 7.15. Grazie.